Meltem. Ach, ich bin ja gerade irgendwo kurz vor Rijeka. Total in der Pampa. Nehmen wir mal die Zeit und schau eure Bilder an. Schauen wir, was haben wir denn da? Das war der. Upsi. Stefan hat mir coole Ducati. Schaut nach einer spanischen Rennstrecke aus. Der Hintergrund ist so sandig. Ich hab's noch nicht gelesen. Herr Matthias, ich hätte nicht gedacht, dass dein Restbook nach einer Woche schon voll ist mit den Bildern und hatte daher eigentlich angenommen, es macht gar keinen Sinn, dir Fotos zu schicken. Wie man sieht, macht Sinn. Aber nun hast du angedroht, keine Videos mehr zu machen und das kann ich nicht zulassen. Dankeschön. Ich habe erst 2017 im rüstigen Alter von 43 angefangen, Rennstrecke zu fahren und musste feststellen, dass es echt süchtig macht. Yep. Auf dem Foto, das eigentlich ganz schön ist, kann ich wiederum auch meinen großen Fehler sehen. Hattest du auch schon in einem Video besprochen, zu wenig Hanging Off und dadurch zu schräg. Ja, das Moped ist jetzt noch nicht zu schräg. Da ist schon noch Luft. Die Haltung ist jetzt auch nicht so verkehrt. Dadurch stagnieren im Moment meine Zeiten und ich versuche nun in diesem Jahr daran zu arbeiten, mich mehr oder aktiver auf dem Motorrad zu bewegen und mit allem vor dem Einlenken fertig sein. Hausaufgaben. Hausaufgabe auf der Geraden machen. Das andere große Thema, Reinbremsen, tue ich mich noch schwer, aber ich denke, dazu braucht es einfach Übung durch Fahren, Fahren, Fahren. Das Foto ist im Januar 2019 in Cartagena entstanden. Ah, sag ich doch, spanische Rennstrecke. Ich war jetzt schon ein paar Mal zum zweiten Mal dort, ist echt eine coole Strecke, von der man einiges auch für andere Layouts mitnehmen kann, aber du kennst ja die Strecke, ja, ist so. Weiß nicht, wie viele Themen du noch im Kopf hast, Videos zu machen, ich hoffe, es ist noch lange nicht Schluss und du verdienst genug an den Klicks, sodass du weitermachen kannst. An den Klicks verdiene ich so gut wie gar nichts. Du kommst sehr sympathisch rüber und die Themen sind auch für Anfänger verständlich erklärt. Wäre schade, wenn du es aufgeben musst. Danke, Stefan. Stefan, zu deiner Körperhaltung. Ich blende das Bild jetzt nochmal ein. So schlecht ist es jetzt nicht. Klar, du hast ein bisschen so einen Knick in der Hüfte, das sieht man, weil du mit dem Oberkörper tendenziell weiter zum Motorrad zurückkommst, als du mit dem Unterkörper unten bist. Das heißt, ich sehe das halt sehr häufig und es ist dieses nach vorne rutschen mit der Hüfte und dadurch hast du auf dem inneren Pedal einfach keinen richtigen Druck drauf und das Knie ist so neben dem Motorrad anstatt ausgespreizt und ich kann durch das Knie auch von hinten nicht durchschauen und man merkt halt dann dementsprechend, weil du dich halt wenig dann mit den Beinen einklammern kannst, musst du dich jetzt quasi mit dem inneren Arm abstützen und das sieht man, wie da quasi so richtig Druck drauf ist, dass der Oberkörper wird quasi vom inneren Arm gehalten und das ist halt auf Dauer mega anstrengend und gibt halt unbewusste Lenkimpulse und du kannst nicht reagieren schnell genug. Also von daher der Tipp, versuch dich mehr mit den Füßen weg. Also das Problem geht bei den Füßen los, nicht im Hanging Off sozusagen, sondern das Problem geht bei den Füßen los. Versuch das innere Knie so richtig rauszudrehen, die Fußballen auf die Pedale zu stützen und dich mit dem äußeren Fuß über den Tankschluss einzuhängen. Das muss im Endeffekt ohne Arme funktionieren. Teste es im stehenden Zustand mit Moped auf dem Ständer, Hauptständer, Seitenständer geht auch, wenn er gut ist. Und versuch dich so richtig einzuhängen, mit dem Oberkörper nach vorne und seitlich neben das Motorrad zu gehen und dann die Hände auslassen. Und dann merkst du, ob du richtig sitzt oder nicht. Wenn du die Hände nicht auslassen kannst oder wenn du runterfällst, wenn du die Hände auslässt, dann weißt du, dass du definitiv falsch sitzt. Okay, danke Stefan. Der Fabian hat mir ein Foto geschickt. Ja, schaut auf den ersten Blick. Ist zwar kein so großes Foto wie beim Stefan, aber Körperhaltung schaut eigentlich ganz ordentlich aus. Hat nur einen Straßenreifen drauf. Schauen wir mal, was er schreibt. Hey Matthias, erstmal finde ich deinen Kanal super, weiter so. Danke, Fabian. Kleine Story von mir, eventuell Tipps für deine Follower. Anfangs ging mir mit einem Tourenhelm zur Rennstrecke. Beim Hanging Off konnte ich mit dem Oberkörper nicht zu tief gehen, weil der Stirnbereich des Helms irgendwann mein Blickfeld zumachte. Ja,
Dann bin ich auf einen teuren AGV Racing Helm umgestiegen, der anderes geschnitten war und das Problem war gelöst. Ja, kenne ich. Ja, die machen das ganz gut. Es war aber immer noch nicht perfekt und ich kam mit dem hinteren Teil des Helmes am Kombi an und das blockierte das weitere Tiefergehen. Okay. Das Auswechseln des dicken Dainese-Rückenpanzers durch ein dünneres wurde dieses Problem auch gelöst. Kann ich nur weiterempfehlen. Okay, kann ich mir gar... Also, boah, dass man mit dem Helm hinten ankommt. Krass. Zum Foto. Ich wäre sehr dankbar für Verbesserungsvorschläge, Tendenz mit dem Ellbogen tiefer zu kommen. Zusätzlich der Helm auf dem Foto war ein Test von... Nee, die Körperhaltung sieht an und für sich eigentlich gut aus, dass du jetzt mit dem Ellbogen tiefer kommst. Ja, musst du tendenziell mit dem Oberkörper vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Nach vorne, also Richtung Fahrzeugfront. Und brauchst du auch natürlich zusätzlich mehr Schräglage am Motorrad, damit das noch weiter, dass du einfach weniger Weg zum Boden hast. Da ist noch Luft mit dem Straßenreifen, wie du jetzt in dem Fall hast, vielleicht eher nicht unbedingt. Von dem her zieh mal Slicks auf und dann kannst du auch noch mehr Kurvenspeed fahren, somit wird die Schräglage mehr. Also Körperhaltung finde ich super, man kann durch das Knie durchschauen, du hast richtig Druck auf den Pedalen, hängst dich schön ein, bist dementsprechend locker, sonst könntest du deinen Arm abwinkeln, Kopf ist neben der Kanzel. Vielleicht versuchst du noch ein bisschen weiter nach vorne zu kommen, wenn das möglich ist, ansonsten muss ich sagen, mit Bravour, super. Wird auch aufgehängt. Danke Florian, massig viele sehr schöne Fotos. Richtig cool. Vor allem auch hochwertig gedruckt. Das macht natürlich halt Laune zum Anschauen und zum Aufhängen. Mega, oder? Cool. Schauen wir mal, was er geschrieben hat. Hey Matthias, hier ist eine Story zu deinem Aufruf. Vor circa 2 Monaten hat sich per Mail. Nun Mitte Mai waren wir dieses Jahr das erste Mal unterwegs und es ging. Also um es kurz zu fassen, weil es sind doch 2 DIN A4 Seiten. Also Florian hatte einen Highsider und ist halt dementsprechend abgestiegen, war Gott sei Dank glimpflich, aber hatte dann das Event danach halt schon ein dementsprechendes Problem, das Ganze einfach wieder loszukriegen. Das war natürlich im Kopf drinnen und jetzt muss ich Fremdwerbung machen. Er war bei Hafennecker und ist mit dem Nebel-Stefan gefahren. Ist auf jeden Fall ein guter Instruktor und auch ein guter Motorradfahrer. Ist er gut aufgehoben, auch wenn es jetzt gegen mich spricht. Ich weiß nicht, ob Florian zumindest für mich Werbung gemacht hat dort, aber die kennen mich in der Regel. Aber der hat ihm wohl die Angst wieder genommen, das Vertrauen zurückgegeben. Und ja, das ist halt ein Teil, was der Instruktor zu tun hat. Der muss einem halt großteils die Angst nehmen. Das klappt nicht immer, aber in dem Fall hast du halt dementsprechend mitgearbeitet und es wird dann dementsprechend deswegen geklappt haben. Also, coole Story. Danke, dass du dir mit uns teilst. Grüße an Stefan Nebel und die Hafennecker Crew. Zu deiner Körperhaltung finde ich eigentlich per se gut. Ich blende das Foto wieder ein. Schauen wir mal, wo mir was wie wo auffällt. Ja, du bist schön neben dem Motorrad. Hier sieht man halt, dass er halt wirklich versucht, neben das Motorrad zu gehen, das Motorrad aufrecht zu stellen. Richtig Druck auf dem Pedal und der innere Arm macht dementsprechend locker. Blickführung schaut auch gut aus. Also, finde ich gut. Jetzt kannst du noch ein bisschen, wenn du das noch ein bisschen schneller wirst, dann ist automatisch auch der Kurvenspeed höher und somit auch die Schräglage noch ein bisschen mehr. Dann werden die Fotos noch ein bisschen spektakulärer. Aber an und für sich gute Fotos, schöne Fotos. Finde ich toll. Im Meteor war das, glaube ich, oder? Ja. Danke Florian. Simon ist natürlich ein Vorzeigeschüler. Simon hat mich auch in Rijeka besucht, wie ich das zweite Mal in Rijeka war, beim Instruieren. Danke Simon für deine Fotos. Schauen wir mal, was er schreibt. Grüß dich Matthias, hoffentlich, dass es dir gut geht und du heil aus Rijeka wieder heimgekommen bist. Kurz zu mir, ich bin der Simon, wohne in Nürnberg
und fahre eine RN32. Wir haben Recker ein wenig gequatscht, war mit meiner Gruppe bei dir, Motorradkreisliga. Motorradkreisliga solltest du abchecken in Instagram, die machen coole Fotos. Die haben mehr Abonnenten in Instagram als ich. Ne, ist auch keine Kunst. Ich bin echt schlecht in Instagram. Wow. Hashtags und so. Danke dir dafür nochmals, dass du dir trotz der Instruktion die Zeit genommen hast. Hat uns alles sehr gefreut, dich mal persönlich zu treffen. Zwecks allen offenen Terminen im August und September müsste ich noch klären. Habe dir hier zwei Bilder aus Rijeka von mir. Bin gespannt, was du dazu sagst. Seitdem ich gezielt an deinen genannten Punkten arbeite, wird das Gefühl und Körperhaltung immer besser. Wahnsinnig hilfreich alles. Kann dir an der Stelle nur sagen, mach weiter so und Hut ab vor den ganzen Content, den du bringst. By the way, richtig sympathischer und netter Typ. In diesem Sinne, gute Zeit, Simon. Simon, danke dir. Zu deinen Fotos. Ihr seid, ich weiß ja, du bist ja nicht gerade langsam. Ne? Also, Fotos mega. Schauen wir es an. Ich blende es ein. Richtig, richtig cool. Boah. Was soll ich da? Gibt's nichts zum Verbessern? Nee, kann ich nichts verbessern. Das ist einfach geil. Hättest du es nicht größer gehabt? So. Nee, ist wirklich, also kann ich. Sieht immer wie locker, dass du bist. Na klar, könntest jetzt. Meine, der Fotograf muss dich ja auch immer dann da erwischen, wo du halt gerade am schrägsten bist. Das können die meisten Fotografen nicht. Muss man auch dazu sagen. Viel wenige Fotografen fahren selber und dann, ich sehe das immer an meinen Bildern, wenn ein Fotograf dort ist, der nicht selber fährt, der knipst mich da ab, wo ich halt nicht meine Maximalschräglage habe, sondern halt irgendwie davor oder danach. Und vielleicht ist es da genauso gewesen, weil ich denke, dass du vielleicht schon noch einen Ticken schräger fahren würdest oder schneller in die Kurve. Aber man sieht von der Körperhaltung her auf jeden Fall, dass es mega entspannt ist. Und naja, ihr wart ja alle auch körperlich recht fit, Jungs, und von dem her absolut cool. Nee, also kann ich nichts verbessern. Nichts, was ich selber besser könnte machen oder mir einfallen wird. Ist einfach so. So. Dann machen wir noch einen. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Schreib es in die Kommentare. F. Das Bild ist in einer von 7 Runden und einen Tagen nach einem Unfall entstanden, wo ich einfach nur testen wollte, ob noch alles läuft. Ich war dann doch selbst überrascht, dass es an dem Tag schon wieder so ausgesehen hat. Ja, ich kriege irgendwie lauter gute Fotos von euch. Also, Herr F. Schreibt deinen Namen dazu. Steht nicht dabei. Schaut wirklich gut aus. Also, Blickführung ist halt da genial und was mir da mega positiv auffällt, ist es sehr selten, dass du halt den Kopf extrem gerade hast zur Wirbelsäule, so fast so Tito Rabatt-mäßig und dann so wirklich nach oben rausschaust. Das sieht halt mega geil aus. Von dem her, ob es jetzt schnell ist, weiß ich nicht, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut aus. Und könnte ich nicht besser machen. Kann ich keine Kritik ausüben. Tut mir leid, Jungs. Danke fürs Foto. Ist einfach mega. So. Ich bin jetzt hier. Danke, F. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin jetzt hier noch in Rijeka. Ich muss warten, bis ich jetzt zur Rennstrecke reinkomme. Beziehungsweise es bringt jetzt noch nichts reinzufahren. By the way. Es gibt neue Termine. Nicht neue Zusatztermine. Die sind absolut. Wie soll ich sagen? Die waren bis jetzt nicht offiziell, sind jetzt offiziell. Ich kriege 4 Speerracing-Termine. Ich darf 4 Events bei Speerracing mitfahren. Danke, Speerracing. Danke, Wolfgang. Wo du mitkommen kannst, wo du mit mir fahren kannst, instruktionsmäßig, wo du aber auch einfach sagst, hey komm, wir gehen gemeinsam in eine Box, irgendwie Hockenheim oder so. Also ist jetzt auch Hockenheim mit. Ne? Also weil viele geschrieben haben, wenn du nur mal nach Hockenheim kämest. So, 2-mal jetzt, Jungs. 2-mal dieses Jahr noch. Könnt ihr mit mir fahren oder eben auch nicht, oder man verbringt einfach eine coole Zeit miteinander. Schauen wir, dass wir ein paar Leute zusammenkriegen, irgendwie so 10, 15 Leute können wir locker in so eine große Box rein. Ein paar Instruktionen. Instruktionen müssen aber, und das sage ich auch gleich dazu, das fragen mich sehr viele, ich weiß nicht, ob das nicht auf meiner Homepage ankommt, die müssen vorab gebucht werden. Also ich treffe oft Leute, die dann auf der Rennstrecke, hast du morgen oder heute 2 Turns Zeit? Nee.
in der Regel nicht, weil ich immer im Vornherein schon ausgebucht bin, wenn ich überhaupt hinfahre. Also wenn du mit mir Instruktionsturns machen willst, egal ob eine, zwei, drei, halben Tag, was auch immer, mach das vorher mit mir aus. Schreib mir eine E-Mail, schreib bewusst rein, was willst du, welche Rundenzeit fährst du, welche Gruppe, bist du an dem Event schon da, muss ich dich einbuchen, wie auch immer. Kriegen wir hin, schreib mir einfach eine E-Mail. Aber wundert, sei nicht traurig, wenn du das nicht machst und dann vor Ort ich keine Zeit habe dafür. Also, Termine stehen unten drin, Flyer ist oben dran, E-Mail-Adresse habt ihr sowieso alle, Homepage steht auch in der Beschreibung. Ich mache jetzt wieder hier zu, tue die zwei Ladies hier hoffentlich jetzt gleich in die Rijeka-Box und dann gehen wir da ein bisschen Gas, hoffe ich. Also, on board kommt auch Neues oder vielleicht siehst du das nach dem Onboard oder wie auch immer, keine Ahnung. Ich muss los. Danke für die Foto. Verdammt heiß hier. So. Danke Leute, dass ihr euch auf meinem Racerboard verewigt. Ihr kommt auch nicht mehr runter und wer jetzt noch nichts geschickt hat, wenn es in 5 Jahren mal anders aussieht, das Ganze, haben wir dann Pech gehabt. Also bis dann, gebt mir einen Daumen hoch für das Video, abonniert den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast, checkt meine anderen Videos aus. Bis dahin und ciao.